Ja, und so wie wieder ein Hallo zu Hearts of Iron 4 mit dem baltischen Einheitsstaat, einst mal Estland. Genau, weil Litauen und Lettland, genau, das muss ich da nicht wieder vertun. So, wunderbar. So, lassen wir das ein bisschen weiterlaufen wieder, dass wir da oben mal alles einnehmen, fertig. Eieiei, das schaut ja katastrophal aus. Ich hoffe, der Russe greift uns dann nicht an, aber... Ja, schauen wir einfach, was passiert. Jetzt da oben alles abziehen. Macht auch keinen Sinn. Ja, geil. Josef Stalin fordert die Vernichtung des estischen Nationalismus. Den Kommunisten. Hat er da irgendeinen... Ah, Polen weist das deutsche Ultimatum zurück. Sehen wir seinen Baum? Unbekannter Schwerpunkt. Ah, wird wohl irgendwas passiert sein, nehme ich mal an. Da hat er wohl irgendwo... Ja, zum Detail weiß ich leider noch nicht, aber das wird wohl irgendwas sein, was er aktiviert hat bei sich. Vielleicht auch hier irgendwas, ich weiß es nicht. Wird, ja, der hat es auf uns abgesehen und könnte schwierig werden. Pass auf einmal. Wir haben ja da. Der ist ja bei uns, lass mich mal kurz schauen, ja, wir haben aber noch immer 86% Beliebtheit. Ich glaube, da brauchen wir uns ja mal in erster Linie jetzt mal keine Sorgen machen. Das passt mal soweit. Wir lassen hier mal alle weiterlaufen, inzwischen schauen wir da mal kurz. Deutsches Reich hat Polen den Krieg erklärt. Das lasse ich mal kurz überlegen. Sollten wir hier irgendwie vielleicht runter pushen mit und dann versuchen, irgendein Gebiet zu erhalten? Wie weit ist denn die russische Forderung? Ja. Noch 280 Tage weg, der Anspruch sozusagen. Hätten wir hier 9 Divisionen. Wir werden mal hier das aufmachen. Und einfach mal sagen, warte mal, ist das so schlau? Lass mich mal kurz schauen. Genau. Hier vielleicht die 2 Siegpunkte mitnehmen. Eventuell. Können wir ja mal schauen. Wir bilden aus. Das ist schon mal gut. Haut die mal raus hier. Dann können die schon einmal weiter da mit reinmarschieren. Aber schau jetzt mal aktuell das Training aus. Genau. Dann geht das gleich einmal hoch hier, die Orga. Das ist schon mal gut. Ja, da weniger. Marschiert jetzt einmal darunter. Aber bevor. Vor, glaube ich. Ja, geil. Ja, sehr geil. Jetzt ist Norwegen den Alliierten beigetreten. Einfach die da rufen. Ja, super geil. Das ist natürlich. Ja. Das.
Okay, die geben uns alle nichts mehr. Ja, wenn die da Truppen schicken, dann glaube ich, können wir das Ganze knicken. Bitte in Hilfe. Ja, bitte. Wir nehmen jede Hilfe an. Ja, super. Perfekt. Perfekt. Ja, hätten wir doch vielleicht Schweden angreifen sollen, hätten wir zumindest Schweden hier gehabt. Jetzt glaube ich... schaut das Ganze nicht so gut aus. Seid ihr schon da, dann würde ich sagen, let's go. Ja, hallo. Na, noch nicht alle da. Vielleicht können wir ja irgendwas ergattern. Wenn wir da ein bisschen mitkämpfen. Drei Zivilfabriken haben wir auf jeden Fall. Das heißt auch... ja, Militärfabriken brauchen wir aktuell nicht. Wenn, brauchen wir Rohstoffe auch. Können wir noch? Da können wir noch eine bauen. Zentral knallt auch noch eine hin. Haben wir mal mittelfristig ein bisschen was zum Bauen. Haben wir mal aktuell... jedes Mal suche ich das, verstehe ich nicht. Genug Ressourcen. Alles im grünen Bereich, okay. Da, also haben wir eh nicht, okay, ja gut. Flieger werden gebaut. Können wir da schon irgendwelche Jagdflieger... aha, warte mal, die sind aber eh da dabei, oder? Oder sind die nicht dabei? Lass ich mal überlegen. Die sind hier, aber sonst noch irgendwo Flieger, ne? Sind das alle, ich glaube. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die... warum die neuen? Warum ich die nicht... hä? Werden da keine gebaut oder was ist da los? Ich baue doch neue. Das, oder sind noch keine fertig? Zwei pro Monat. Naja, aber spätestens im Oktober müssten welche da sein. Okay, alles klar. Tja, das hat ja auch nicht so ganz gut geklappt, glaube ich, bis jetzt. Aber noch geht's ja, aber drüben, wenn der Engländer kommt, glaube ich, dann ist vorbei da oben. Jetzt sind ja gar keine deutschen Einheiten mehr da oben, glaube ich. Heil mich! Weiß nicht, warum die jetzt wieder stehen und nicht mitwirken, sowas kapiere ich nicht. Da stehen einfach vier Einheiten da oben. Da musst alles selber im Micromanagement machen. Habe ich da oben jetzt nicht gemacht. Ich verlasse mich mal drauf und die machen das schon einigermaßen. Aber ja, so ist das halt. Ja, was könnte man noch machen? Da wird auch bald was fertig. Planung. Die Frage, ob wir das einsetzen. Rein. Haben wir schon ein Limit hier von 140 oder? Weiß ich jetzt gar nicht.
Zeuge haben wir erforscht. Funk haben wir erforscht. Genau, mach da mal weiter ein bisschen. Wie schaut es industrietechnisch aus? Sind wir da schon im grünen Bereich? Jawohl. Let's go. So, noch sehe ich keine Engländer zum Glück. Sie haben sie ja in den Krieg gerufen. Das ist natürlich bitter. So, kämpfen wir hier mit. Ein bisschen, aber das wird höchstwahrscheinlich... Na, 10%. Ah, das ist aber... Moment. Ne, Moment. Wo ist der andere Kriegsschauplatz? Sehe ich das hier irgendwo? Wie war denn das noch einmal? Kann ich das da oben einstellen? Ich weiß nicht. Oder ist das... das sind alle dabei, ja. Okay, schwer zum Sagen. Schwer zum Sagen. Okay, die können wir noch ein bisschen gehen lassen hier, sozusagen. Benelux starten, ja, unser Plan dann noch Dänemark, das, da kommt dann der Deutsche, so schnell sind wir da nicht unten, wir sind da viel zu langsam. Da gehört das noch aktuell den Finnen sozusagen jetzt einmal so. Naja, schauen wir mal. Ansonsten, ja, Japan auch nicht wirklich so megamäßig weitergekommen hier. Weltweite Spannung. Truppen marschieren da eh mit. Also die eine Linie ist ja eh schon weg. So. Ist der wahre Feind, genau. Warschau, okay. Wir bekommen ein bisschen Ausrüstung aus Polen. Gut, bleib jetzt auf Stopp, das jetzt habe ich dich erwischt. So, die Grenze befestigen und dann 10% Boni gegen die Russen. Dankeschön. Oh, das gehört jetzt uns, oder wie? Mal so nebenbei, okay. Cool. Okay. So, dann können wir das wieder machen, dass wir sagen, Gebiet verteidigen. Genau. Ja, das brauchen wir hier nicht extra machen. Nee, das müssen wir jetzt auch nicht extra... Wüste brauchen wir nicht, Marine brauchen wir nicht. Siegpunkte, ja, die können so ein bisschen bewachen. Befestigung bewachen, wenn wir da welche haben. Ja, mach mal. Mach das mal. Sollen wir mal kurz einen Cut machen? Machen wir da mal zu. Boah, das ist eine zähe Geschichte da oben, Freunde. Das ist eine zähe Geschichte. Na gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jo, immerhin. Gut, jetzt habe ich aktuell eh gerade nicht allzu viel Zeit. Das passt ja perfekt. Da haben wir hier ein bisschen einen Landgewinn gemacht, einmal fürs Erste zumindest. Und sogar einen Flughafen mit dazu bekommen. Das ist ja ein Träumchen. Vilno
haben wir jetzt auch hier. Oder? War das vorher? Ne, das haben wir vorher nicht gehabt. Wilno haben wir nicht gehabt. Vilnius. Ne. Polen, genau. Das ist nur die Frage, wie dann die Dinge ausschaut hier. Ah, das ist sogar Level 2, die Schienen. Wie das dann mit dem Widerstand ausschaut. Aber gut. Gut, wir haben ihnen gesagt, verteidigst du mal, genau, wenn denn die Russen kommen, genau. Und hier auch, da bleibt es ja eh drinnen, perfekt. Wunderbar, besetzte Gebiete, Polen, ah, alles auf Pferd, das passt. Ja, das wird sich noch entwickeln dann vielleicht. Gut, wunderbar. Lassen wir noch ein paar Sekündchen weiterlaufen, vielleicht schaffen wir es ja da. Mal da oben alles einzunehmen. Was machen die da? Die machen wieder gar nichts. Ich verstehe das nicht. Ja, da hätten wir müssen von Anfang an ganz klares Micromanagement machen. Ich glaube, die checken das irgendwie, aber anscheinend ja nicht so wirklich. Ah, Deutschland, Belgien, Belgien. Alliierten natürlich instant beigetreten, auch klar. Aber was ist da? Da greifen auf die Inseln an oder was? Eieiei. Frankreich hat Belgien als unseren what? Ja, okay, macht uns nichts. Gut, 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 gut. Noch sind wir da. Italien gibt es auch noch. Noch kein Engländer gelandet. Wie das letzte Mal. Da wird aber. Uiuiui, uiuiui, da wird schon gefightet. Oder Italiener kesselt ja ein bisschen den Engländer, oder was? Oh ja, der Engländer greift ja auch schon an. Der Brite. Schaut gerade tendenziell schlecht aus für den Italiener. Da oben wird auch ein bisschen gefightet. Da kommen aber gute Einheiten. Da hat er ein paar Einheiten, der Italiener. Ja, schauen wir mal. Gut, 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 gut. Alles gut soweit. Ja, Niederlande, da geht's dahin. Die Deutschen. Einheiten, Belgien, Niederlande, die greifen wir jetzt da mal an. Ja, super, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir wieder das wie das letzte Mal. Ja. Die Frage ist nur, der greift uns ja sowieso an, oder? Na gut, ganz Polen. Hm. Ja gut, da greift er uns ohnehin sowieso safe an. Ich würde sagen, wir werden hier Schluss machen. Das passt ja perfekt und ja, vielleicht gibt es ja einen anderen, der mir dann reinschreibt, ob wir den Vertrag einhalten sollen oder Polen gehört uns, oder wir behalten uns mal diese Gebiete. Ich meine, der Russe wird uns sowieso angreifen, befürchte ich, aber vielleicht können wir uns dann noch ein bisschen, vielleicht kriegt er dann gleich ein Kriegsziel gegen uns, ich weiß nicht, so hätten wir noch ein bisschen zur Vorbereitung. Ja, und die, ja, so weltbewegend ist das Gebiet jetzt auch nicht. Schaut zwar ganz nice aus, aber ja, mal schauen. Gut, Freunde. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Das war ein kurzer Part. Wir sind hier oben, ja, noch immer am Kämpfen. Aber gut. Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber gut. So ist es halt. Was soll man machen? Mal schauen, wie es dann nächstes Mal mit Russland läuft. Vielleicht läuft es dann ja ein bisschen besser für uns. Also, danke fürs Einschalten. Und, warte, schauen wir noch kurz, was ist, achso, das ist das jetzt, das Ereignis wahrscheinlich, nehme ich an, ja, was wir jetzt beantworten müssen, deswegen hier der rote Punkt, nehme ich mal an, 13 Tage mal Zeit, ja genau, das ist das, perfekt. Danke fürs Zuschauen, das soll es gewesen sein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.